Okay, also ich halte jetzt meinen Vortrag Paketmanagement from Scratch und daran beschreibe ich, wie ich eben dazu kam, einen eigenen Paketmanager zu entwickeln. Also erstmal über mich. Ich studiere Elektrotechnik am KIT hier in Karlsruhe, bin Freund freier Software und momentan verwende ich einige meiner Freizeit dafür, um an einer Mathe-Library, in denen JavaScript geschrieben ist, namens Math.js mitzuarbeiten. Sonst eigentlich nicht so viel Interessantes. Erstmal, was ist überhaupt ein Paketmanager und warum wollte ich meinen eigenen schreiben? Also unter Paketmanagement verstehe ich erstmal ein Programm, das einem hilft, erstens den Build von der Software zu automatisieren, damit man nicht die ganzen Befehle von Hand eintippen muss. Und dann auch noch das Ganze zu paketieren und die Installation zu automatisieren und vor allem auch die Deinstallation zu managen und Dependencies natürlich. Gut, warum mache ich da mein eigenes? Also ich habe angefangen, mich mit Linux from Scratch zu beschäftigen. Das ist eine Linux-Distribution, die eigentlich in Form eines Buches kommt, in dem beschrieben wird, wie man direkt aus den Quellen von den verschiedenen Projekten seine Linux-Distribution zusammen kompiliert. Also ganz ohne Paketmanagement oder sonst irgendwas. Und das ging ziemlich häufig schief. Also ich habe mehrere Anläufe gebraucht, habe ständig wieder von vorne anfangen müssen. Also dachte ich mir, brauche ich einen Paketmanager, dann kann ich einzelne Schritte rückgängig machen. Und ich hätte dafür einen bestehenden nehmen können, aber da ich ja eh Linux from Scratch also einfach zum Lernen benutzt habe, um zu lernen, wie ein Linux-System aufgebaut ist, habe ich mir gedacht, warum nicht auch gleich lernen, wie Paketmanagement funktioniert und einen eigenen Paketmanager schreiben. Ich meine, immerhin bei Slackware hat das ja auch einigermaßen gut funktioniert, also kann ich das auch selber machen. Ich habe mich für die Sprache, in der ich das gemacht habe, für Bash entschieden, weil die Toolchain von Linux from Scratch, also man baut erst eine Toolchain und mit dieser Toolchain baut man dann das eigentliche System und die enthielt halt entweder Perl oder halt Bash und ich wollte nicht mit Perl rumhantieren, dann habe ich halt die Bash genommen. Ach ja, noch was, Fragen bitte am besten gleich stellen, dann kann ich mich gleich also wenn es sich gleich auf das Thema bezieht, was ich gerade bespreche. Ansonsten, wenn es irgendwelche Sachen sind, die jetzt nicht direkt zu dem passen, was ich sage, dann bitte am Ende. Gut, erstmal so ein paar Fragen. Wer hat von euch schon mal selber Software kompiliert? Okay, das ist gut. Wer hat schon selber Pakete geschrieben? Schon weniger. Wer von denen, die Pakete geschrieben haben, haben ein Debian-Paket geschrieben? Okay. Und wer hat schon mal seinen eigenen Paketmanager gemacht? Okay. Also, wenn ihr alle schon mal Software kompiliert habt, dann dürfte es jetzt relativ schnell gehen. Also, was relativ häufig verwendet wird von Programmen, sind die sogenannten Auto-Tools und da lässt man einfach dieses Configure-Skript laufen, gibt dem noch ein Install-Prefix mit, also zum Beispiel, wenn es nach /user installieren soll, macht danach ein Make und ein Make-Install und die meisten, also wenn man mit Autoconf arbeitet, dann hat dieses Make-File auch diese Destir-Variable, mit der man eben sagen kann, wohin das Programm installiert wird, das wird später noch wichtig. Genauso manche Programme verwenden CMake, da ist halt die Syntax ein bisschen anders und manche bringen auch nur Make-Files und dann muss man die Dateien am Ende selber von Hand kopieren. Dazu eine Frage, was macht das ernst? Was macht das? Ach so, das ist ein Fehler von dem Tool, mit dem ich meine Präsentation gemacht habe, das sollte eigentlich mit Unterstrichen verbunden sein. Ist mir wohl durchgeflutscht. So. Da ich ja meinen eigenen Paketmanager schreiben wollte, musste ich mich erstmal informieren, wie man denn überhaupt Paketmanagement betreiben kann. Also habe ich mir verschiedene Konzepte angeschaut.
Und zwar ist diese Liste größtenteils entnommen aus Linux from Scratch, wo einfach durch ein paar Konzepte durchgegangen wird. Also der einfachste Ansatz wäre, man merkt sich einfach alles, was man so installiert hat, und dann ist das das Paketmanagement, aber das skaliert relativ schlecht. Ein weiterer Ansatz wäre, dass man auf dem gesamten Installationsprozess ein S-Trace ausführt. Das heißt, man schneidet jeden einzelnen System Call mit und weiß damit, welche Datei wo angelegt wurde. Auch relativ aufwendig. Ein einfacherer Ansatz ist, dass man Timestamps verwendet, um rauszufinden, was zu dem gewissen Zeitpunkt installiert wurde. Also wenn jetzt meine Installation 10 Sekunden braucht, dann kann ich alle Dateien, die ein Änderungsdatum von diesem Zeitraum haben, als zu diesem Paket zugehörig betrachten. Und ich finde die ganzen Dateien, die zu einem Paket gehören, anhand von einem Find-Befehl, der dann die Änderungszeit nimmt. Schwierig, wenn man in relativ kurzen Abständen mehrere Pakete installiert, und man bräuchte auch nochmal zusätzlich eine Liste, um sich das Ganze, also um das Mapping zu haben von welches Paket ist es eigentlich, das zu dieser Zeit erstellt wurde. Und man kriegt auch dann Probleme, wenn man anfängt, sein System woanders hin zu kopieren. Also auch nicht unbedingt optimal. Was auch noch eine Möglichkeit ist, ist, dass man für jedes Programm ein eigenes Verzeichnis macht. Also das kennt man ja unter Windows teilweise oder unter macOS, diese Apps. Oder eben in der Linux-Welt machen das zum Beispiel NixOS und GUIX. Die haben aber einen großen, also dieses Konzept hat einen großen Nachteil. Die meisten Build-Systeme sind nicht wirklich darauf ausgelegt, dass man jedes Programm in einen eigenen Ordner macht. Gerade was das Linken gegen die Libraries angeht, man muss dann bei vielen die Build-Systeme patchen und LD-Library-Preload setzen, damit das sich alles richtig gegeneinander baut. Das heißt, der Aufwand ist einfach zu groß. Ein anderer, auch ganz schöner Ansatz ist, Union-Mounts zu verwenden. Also ein Union-Mount ist, wenn man mehrere Dateisysteme aufeinander stapelt. Man hat zum Beispiel ein Base-Dateisystem, und wenn man ein neues Programm installieren möchte, dann macht man eine neue Partition oder einen neuen Ordner, macht davon ein Bindmount auf das Dateisystem drauf, und alle Schreibänderungen, die man dann macht bei der Installation, landen in diesem separaten Ordner. So einen Ansatz machen tatsächlich TinyCore und Puppy. Das ist ein ziemlich cooler Ansatz, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man 100 Pakete hat, hätte man halt 100 aufeinander gestapelte Dateisysteme. Und außerdem war zu dem Zeitpunkt, als ich den Paketmanager geschrieben hatte, OverlayFS noch nicht im Kernel. Das heißt, ich hätte damit UnionFS rummachen müssen, und das wäre dann auch zu viel Aufwand gewesen. Also das auch nicht. Ein Ansatz, der in der Linux from Scratch Community auch relativ beliebt ist, ist der Paketnutzeransatz. Man legt für jedes einzelne Paket einen eigenen Nutzer an und führt dann die Installation mit diesem Nutzer aus. Das heißt, man kann nachher die Zugehörigkeit zu dem Paket herausfinden, indem man einfach alle Dateien von diesem Nutzer auflistet. Hat halt den Nachteil, dass man unglaublich viele Nutzer rumliegen hat, und man kommt spätestens dann an Probleme, wenn man Programme braucht, die das Set-UID-Bit setzen und root sein müssen, also beispielsweise Xorg. Bis vor kurzem, wenn man nicht systemd-lockind verwendet, musste man Xorg immer als root starten, und dafür war die Xorg-Executable in der Regel eine Set-UID-Binary, die als root angelegt war. Und solche Sachen muss man bei dem Paketnutzeransatz nochmal separat handeln. Was auch in letzter Zeit recht beliebt ist, ist einfach Container zu machen. Also es gibt ja diese verschiedenen Namespacing-Geschichten im Linux-Kernel. Docker verwendet sowas zum Beispiel. Schlauere Ansätze sind das, was Ubuntu Snappy und XDG-App vom GNOME-Projekt machen, dass man Libraries in Container packt und Anwendungen in Container packt und die eben zusammen kombiniert. Damit hat man
die Möglichkeit, mehrere Libraries gleichzeitig installiert zu haben und ohne dass die sich gegenseitig in Konflikt geraten. Ist aber alles noch in den Kinderschuhen, mehr oder weniger, also Docker nicht, aber die anderen, die Ansätze, die kannte ich auch tatsächlich noch nicht, als ich mit dem Paketmanager angefangen habe. Also habe ich mich auch nicht dafür entschieden. Und man kann natürlich auch mehrere von den oben gesehen, also von den bisher gezeigten kombinieren. Also zum Beispiel Puppy kann auch Ubuntu-Pakete installieren und so Zeugs. Der Ansatz, den aber tatsächlich die meisten Distributionen verwenden, beziehungsweise die meisten Paketmanager, ist der sogenannte Fake-Root-Ansatz. Man kompiliert einfach sein Programm ganz normal mit seinem Configure und Make, gibt aber bei der Installation, bei dem Make-Install, einfach dieses Destir hier mit an und legt einen eigenen Ordner an, in den das dann rein installiert wird. Das wird also nicht ins laufende System rein installiert, sondern in einen separaten Ordner. Davon kann man dann ein Tarball machen und Metadaten hinzufügen und dann hat man sein Paket und das kann man weiter verteilen, woanders installieren und wie auch immer managen. Also es machen zum Beispiel Slackware, die Debian-Pakete, RPM als Linux, Gentoo. Also Gentoo macht davon meistens dann kein Tarball, sondern macht nur die Installation in den Ordner und kopiert es dann ins laufende System rein. Aber der Ansatz ist überall gleich. Das heißt, die meisten Build-Systeme sind auch darauf ausgelegt und man muss relativ wenig Aufwand betreiben, um das selber umzusetzen. Man kann auch bei anderen abgucken. Okay. So, da ich Arch Linux-Nutzer bin, habe ich mich intensiv von Arch Linux Paketmanager Pacman inspirieren lassen und deren Package-Build-Konzept umgesetzt. Die Idee ist, man hat, das ganze Paket ist durch genau eine Datei definiert, ein sogenanntes Package-Build, und das ist im Prinzip einfach nur ein Bash-Skript. Und was man da machen kann, ist, man kann anfangen, Variablen zu definieren. Also hier habe ich eine Versionierung eingeführt, damit, wenn ich verschiedene Versionen von dem Paketmanager habe, dass da nicht Konflikte auftreten, weil man alte Package-Builds hat, den Name, die Version. Dann kommt noch einiges, auf das ich später eingehen werde. Man kann Array angeben mit den URLs, die runtergeladen werden. Und dafür, da kann man ja dann auch, weil das ein ganz normales Bash-Skript ist, die Variablen von hier verwenden. Und zur Überprüfung, dass der Download auch korrekt war, kann man dann eine Checksumme angeben. Und hier später kommen dann Funktionen. Das ist so implementiert, dass der Paketmanager einfach nur mit Source dieses Package-Build in sich reinlädt. Er hat intern schon vordefinierte Funktionen also diese Variablen und Funktionen, die da drin stehen, sind vordefiniert, werden beim Reinladen überladen bzw. überschrieben. Hat den Vorteil, dass wenn in dem Default schon Sachen gemacht werden, die man, wenn der Default schon genau das macht, was man möchte, zum Beispiel Make, dann kann man das einfach weglassen und muss es nicht mehr extra in sein Package-Build reinschreiben. Das spart dann Code in den Package-Builds. Also was ist der erste Schritt, was ein Paketmanager tun soll? Der erste Schritt ist, dass der Build automatisiert werden soll. Dafür habe ich in diesem Package-Build, das ich gerade erläutert habe, einfach mehrere Funktionen definiert. Es gibt einmal die Prepare-Phase. Da steht dann das Entpacken drin. Und zwar werden vom Paketmanager einige Variablen vordefiniert, zum Beispiel hier dieses Build-Dir und dieses Sources-Dir. Sources-Dir ist der Ordner, in den automatisch der Quellcode runtergeladen wird. Und man kann dann einfach den tar-Befehl ausführen, der diesen Quellcode entpackt und in den Build-Dir-Ordner reinmacht. In dem Fall muss man dann noch manuell reingehen und hier kann man dann zum Beispiel noch Patches anwenden und das Configure ausführen. Also das ist die Vorbereitungsphase. Die nächste Funktion in dem Package-Build ist dann die Build-Funktion.
Da steht in der Regel einfach nur ein Make drin. Das kann, da kann aber auch einfach nur ein Aufruf vom Compiler drin stehen, wenn man nur einfach einen C-Code hat zum Beispiel. Die nächste Funktion wäre dann eine Check-Funktion, die führt diese Unit-Tests aus, wenn es welche gibt, make-check. Und letztendlich die Installation. Hier gibt es die Variable, $fake-root-dir. Und das ist dieser Ordner, dieses Fake-Root, der für diesen Ansatz benutzt wird, in den alles rein installiert wird. Das heißt, in meinem Paketmanager muss gar nicht viel Logik implementiert sein, sondern das steht alles in dem Paket letztendlich drin. Funktioniert auch, also relativ einfach, das dann umzusetzen. Also der erste Prototyp, der einfach nur diese Funktionen ausgeführt hat, der war, ich glaube, 200 Zeilen lang. So. Das nächste, was man aber gerne haben möchte, ist, dass man zurückverfolgen kann, welche Dateien zu einem Paket gehören. Das heißt, ich muss anfangen, Metadaten zu speichern. Und in dem Fall, dadurch, dass ich ja einen separaten Ordner habe, in dem alles drin liegt, kann ich einfach Feindbefehle ausführen. In dem Fall ist es aufgesplittet, das hätte man auch in einer Zeile machen können. Erst finde alle Dateien und schreibe es in eine Datei namens Files rein, in diesem Fake-Root der, also das ist dann in dem Paket einfach mit drin. Dasselbe mit Symlinks in einer separaten Datei namens Links. Und dasselbe, oh Gott, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, weil hier sollte eigentlich Links stehen und nicht das, egal. Und dasselbe auch noch für Ordner, dann hat man eine Liste mit allen installierten Ordnern. Und zusätzlich, damit man das Paket auch verifizieren kann, nachdem man es installiert hat, oder wenn man es runtergeladen hat als Binärpaket, dass man verifizieren kann, ob das Paket in Ordnung ist, gibt es noch eine Liste mit SHA-1-Checksum für jede Datei in dem ganzen Paket. So. Jetzt hat man diese Dateiliste und möchte daraus ein Paket erstellen. Da das ja einfach ein Ordner ist, kann man ganz einfach ein Tarball davon machen. In dem Fall führt man das mit Fake-Root auf. Fake-Root hat die Eigenschaft, dass es das, was danach ausgeführt wird, denken lässt, es sei Root. Das hat zur Folge, dass wenn man den Build-Prozess und dieses Make-Install als normaler Nutzer macht, dass dann trotzdem am Ende die Dateien in diesem Tarball vom Nutzer Root sind. Und zwar ohne, dass man im ganzen Prozess jeweils Root-Rechte gebraucht hat. Das ist dann nur das, was in dem Tarball am Ende drin steht. Und hier eben noch Threads gleich 0, damit man parallel komprimieren kann. Zur Installation könnte man erstmal naiv denken, man entpackt einfach diesen Tarball in seinem Root-Verzeichnis. Das hat aber einen entscheidenden Nachteil. Nämlich in meinem Fall war es so, dass userlib64 ein Symlink auf /user/lib war. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein make-install in das root-Dateisystem gemacht hätte, dann wäre alles, was im Ordner userlib64 gelandet wäre, wäre direkt in userlib gelandet. Macht auch Sinn, wenn man kein Betriebssystem baut, das sowohl 64 als auch 32-Bit Libraries hat. Dadurch, dass aber der Make-Install-Phase nicht in das echte Dateisystem rein passiert, sondern in dieses Fake-Root, legt er die Ordner neu an. Also ist userlib64 dann am Ende gar kein Symlink auf userlib, sondern ein eigener Ordner. Wenn man davon jetzt einen Tarball macht und den im Root entpackt, überschreibt dieser Ordner lib64 den Symlink auf userlib und es gibt auf einmal zwei verschiedene Ordner userlib und userlib64, die verschiedene Libraries enthalten
Und alles, was vorher gegen userlib64 Library-Name gelinkt hat, findet die Library nicht mehr. Und damit ist das System kaputt. Sprich, tar an sich alleine funktioniert nicht. Also habe ich mir überlegt, um es zu installieren, entpacke ich erst den Tarball in diesem Fake-Root-Ordner und benutze dann einfach Async, um das in Slash rein zu installieren. In dem Fall R für rekursiv, L für, um Symlinks als Symlinks zu kopieren, die Berechtigungen und die Gruppen sollen erhalten werden, die Besitzer von den Dateien sollen erhalten werden, Gerätedateien sollen auch installiert werden können, das ist gerade fürs Basissystem wichtig. Zum Beispiel dev null und dev zero sind ja Gerätedateien, die man manuell in seinem System anlegen muss am Anfang. Die werden nicht dynamisch von udev erstellt. Und hier ist dann das Wichtige, warum ich überhaupt Async verwendet habe. Dieser K-Flag, der sorgt dafür, dass ein Symlink auf einen Ordner gefolgt wird und nicht überschrieben wird mit einem Ordner. Um gerade das zu verhindern, dass man seine Library-Ordner aufsplittet. Okay. Wenn man jetzt, also ich kann jetzt schon ein Paket bauen automatisiert und ich kann es installieren. Jetzt ist es aber so, dass man manchmal noch mehr machen muss, als nur das Paket zu installieren, sondern zum Beispiel Caches updaten, also Icon-Caches, irgendwelche Nutzer anlegen und so weiter und so fort. Das heißt, man braucht weitere Funktionen, die vor und nach der Installation ausgeführt werden. Zum Beispiel, dafür gibt es diese Funktionen lfsme preinstall und postinstall. Die werden beide als root ausgeführt. Das ist noch so ein Punkt. Während man das Paket erstellt, kann man ja keine Sachen als root machen. Man möchte eigentlich das Kompilieren und das makeinstall als normaler Nutzer ausführen. Das heißt, für bestimmte Dinge hat man die Privilegien nicht. Das heißt, das muss man dann separat in dem Pre-Install und Post-Install machen. In dem Fall habe ich das Post-Install zum Beispiel genutzt, um zu überprüfen, ob eine Umgebungsvariable gesetzt ist. Das habe ich gebraucht für die Toolchain, damit die Stelle, an der etwas installiert wird, korrekt ist. Und fürs Post-Install kann man zum Beispiel Info-Pages hinzufügen. Da muss man diesen Install-Info-Befehl ausführen und Nutzer anlegen. Also zum Beispiel, wenn man SSH installiert, den SSH-Nutzer anlegen und entsprechende Dateien diesem Nutzer zuweisen. Weil man kann nicht einfach irgendeine User-ID in etc/passwd reinschreiben, weil die könnte ja schon von einem anderen Paket erstellt worden sein. Das heißt, man muss es wirklich bei der Installation machen, um keine Konflikte zu haben. Wenn man Pakete installieren kann, dann will man sie auch wieder deinstallieren können. Und das ist dann auch relativ einfach anhand der Metadaten, die man hat. Man erstellt einfach eine Liste mit allen installierten Anwendungen, also mit den Dateien in allen installierten Paketen und guckt dann, also geht dann von dem Paket, was man deinstallieren möchte, alle Dateien durch. Gehören die schon noch zu irgendeinem anderen Paket? Wenn sie nicht zu irgendeinem anderen Paket gehören, dann deinstalliert man sie. Dasselbe für Ordner und Symlinks, da habe ich das dann so gelöst, dass von den Links, die in der Links-Datei drin sind, in dem Paket, diejenigen gelöscht werden, die auf nichts mehr zeigen. Da ist mir, als ich diese Präsentation gemacht habe, dann aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht so schlau ist, weil wenn man jetzt beispielsweise ein Paket hat, das nur ein Symlink von, also User bin CC auf User bin GCC erstellt, um den GCC auch über CC verfügbar zu haben,
dann würde dieser Algorithmus beim Deinstallieren diesen Symlink nicht entfernen. Und das ist mir erst jetzt aufgefallen. Das ist vielleicht ein bisschen suboptimal, aber in der Praxis hat das alles ganz gut funktioniert. Und auch hier vor dem Deinstallieren möchte man zum Beispiel nochmal die Infopages wieder entfernen und eventuell nach dem Deinstallieren auch noch irgendwas machen. Da ist mir jetzt kein konkretes Beispiel für eingefallen. Eine Voraussetzung für das Deinstallieren habe ich noch nicht erwähnt. Man muss ja eine Liste haben mit allen Dateien, die überhaupt installiert worden sind. Der erste naive Ansatz, den ich gegangen bin, beziehungsweise der pragmatische Ansatz ist, man erstellt einfach sein Paket, installiert es und dann hat man irgendwo auf seiner Platte ein Verzeichnis, das heißt installed, und da tut man einfach alle Pakete rein. Dann hat man eine Liste mit allen installierten Paketen. Was aber viel schöner wäre, wäre einen globalen Index zu haben, der alle installierten Pakete und alle Dateien enthält. Das ermöglicht einem dann später auch nach Dependencies zu gucken, ob die installiert sind und so weiter und so fort. Und dafür bin ich dann relativ einfachen Ansatz gegangen. Ich mache dann nämlich einfach nur einen Ordner in install-prefix/index-dir. Das ist in der Regel, also in der Standardeinstellung, ist das /var/lfsme. Und dort ist erstmal eine Datei drin, um den Index zu versionieren. Da steht eine Zahl drin, zum Beispiel 2, um dafür zu sorgen, dass nicht die falsche Paketmanager-Version auf den Index zugreift und ihn dadurch kaputt macht. Und dann kriegt jedes Paket seinen eigenen Ordner. Und dort drin nochmal ein Ordner mit der Versionsnummer. Und da sind die Metadaten dann einfach alle aufgelistet, inklusive dem Package-Bild selbst. Das heißt, den Index zu haben, reicht schon aus, um das Paket wieder neu zu bauen. Man muss also das Paket, wenn man es einmal gebaut und installiert hat, nicht mehr bei sich haben. Also man muss es nicht aufbewahren, sondern man hat in dem System, in dem die Pakete installiert sind, alles Nötige zur Verfügung, um das Paket wieder neu bauen zu können. Und man hätte auch es so machen können, dass man einen Ordner macht für jedes Paket inklusive der Versionsnummer, also Package Name-Package Version. Das ist aber schwieriger zu parsen. Dann müsste ich zum Beispiel anfangen zu definieren, dass in meinen Paketnamen keine Bindestriche drin vorkommen, wenn ich jetzt Paketname-Versionsnummer machen würde. Und so tue ich mir einfach leichter, dass die Namen des Pakets und die Versionsnummer voneinander zu unterscheiden. Und es kann auch Fälle geben, wie zum Beispiel Python, bei denen dann mehrere Versionen von dem Paket gleichzeitig installiert sind. Das würde zwar mit dem anderen Ansatz auch gehen, aber ich fand das so eigentlich ganz nett. Und damit man mit diesem Index auch was anfangen kann, gibt es den lfsme-index-list-Befehl und der gibt einfach den gesamten Paketindex aus und man kann auch nach installierten Paketen suchen, indem man eine regex dahinter angibt. Und das ist relativ leicht zu implementieren, indem man einfach das hier nimmt, den Output davon an grep weitergibt und die regel expression, nach der gesucht wird, einfach hier bei dem grep reinschreibt. Das heißt, dadurch, dass das Ganze in Bash implementiert ist, war das hier im Prinzip ein No-Brainer, das so zu implementieren. Und wenn man dann angefangen hat, verschiedene Pakete zu installieren und also ich habe dann angefangen, mein Basissystem damit zu paketieren, irgendwann Xorg drauf zu haben, dann bis zu einem GNOME hoch. Und da kommen schon so um die 1000 Pakete zusammen, bis man das soweit hat. Und es gibt viele Pakete davon, die tatsächlich Dateien haben, die in anderen auch enthalten sind. Und bei dem Ansatz, wie ich ihn bis zu dem Zeitpunkt hatte, wäre es einfach so gewesen, dass bei der Installation
jedes neue Paket, das die Dateien von dem vorherigen Paket überschreiben. Und das kann dann dazu führen, dass Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, und man findet vielleicht auch Fehler im in seinem eigenen Build-Skript nicht mehr richtig. Also man findet Fehler in seinem eigenen Build-Skript, wenn man einfach guckt, gibt's diese Datei eigentlich schon? Also habe ich ein Konfliktmanagement eingebaut, das guckt einfach, existiert diese Datei schon im Dateisystem? Wenn ja, breche ab. Und dann findet man Fehler in den Build-Skripten und Fälle, in denen Dateien sonst einfach überschrieben würden, was dann wiederum so Dinge nach sich zieht, wie dass, wenn man die Checksummen prüft, dass die dann nicht mehr stimmen, und das zieht einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Problem ist dabei aber, dass wenn man bei Linux from Scratch zum Beispiel die Toolchain erstellt, manche Dateien überschrieben werden müssen. Zum Beispiel erstellt man GCC in zwei Phasen. Man kompiliert erst ein GCC mit dem GCC des Systems, von dem aus man die Toolchain macht. Und danach mit diesem neuen GCC kompiliert man nochmal den, der letztendlich für das Betriebssystem verwendet wird. Und dabei werden manche Dateien einfach überschrieben. Und da das nicht mehr funktioniert, wenn man diese Conflict Detection eingeführt hat, musste ich mir was anderes ausdenken, nämlich einen Array, der einfach eine Liste mit zu überschreibenden Dateien enthält. Und ja. So. Ja, also was jetzt noch fehlt, wir können jetzt Sachen installieren, bauen, deinstallieren, überprüfen, was installiert ist, Konflikte erkennen und so weiter. Aber was jetzt noch fehlt, ein wichtiges Feature, sind Abhängigkeiten. Und das ist an sich schon, also ist im Prinzip ein relativ schwieriges Problem. Da mein Paketmanager kein Konzept von Repositories kennt, kann man auch keine Pakete automatisch nachziehen, wenn sie fehlen. Also habe ich mich dazu entschieden, eigentlich kann ich das Abhängigkeitsmanagement ja dem Nutzer, der die Pakete installiert, überlassen. Ich würde aber gerne zumindest überprüfen bei der Installation, sind denn die Abhängigkeiten von dem Paket installiert? Weil sonst kommen irgendwelche Fehler, von denen man sich fragt, woher sie kommen. Weil manche Programme lassen sich auch dann kompilieren, wenn die Abhängigkeit nicht da ist, aber dann fehlen irgendwelche Funktionen. Und sowas wollte ich gerne auffangen. Das heißt, anstatt Abhängigkeiten automatisch aufzulösen und automatisch nachzuinstallieren, habe ich zumindest eine Funktion eingebaut, die prüft, ist denn die Abhängigkeit installiert, und eine Fehlermeldung ausgibt, wenn nicht. Und einem sagt, ja, installier das bitte selber nach. Das ist umgesetzt über so diesen Dependencies Array. Und das ist ein Array, der unterscheidet nicht zwischen Make Dependencies und also Build Dependencies und Install Dependencies. Beziehungsweise nicht Install Dependencies, Runtime Dependencies. Weil da das davon ausgeht, dass man so ein Linux from Scratch macht und alles eh aus den Quellen installiert, will man sowieso immer die Build Dependencies mit dabei haben. Und es ist auch einfacher zu implementieren. Und das unterstützt Konflikte. Ich habe dann gleich dafür gesorgt, dass ein Paket mit sich selbst in Konflikt steht. Also das wird man in jedem dieser Pakete, die ich erstellt habe, finden, dass ein Paket mit sich selbst in Konflikt steht. Wenn es also schon da ist, wird es nicht nochmal installiert. Das ist vor allem dann nützlich, wenn in diesen Post-Install-Funktionen irgendwas angelegt wird, was zu Konflikten führen würde, wenn man es zweimal hintereinander machen würde. Das heißt, anstatt das dann drüber zu installieren, müsste man es erst deinstallieren. Dadurch würde auch das Post-Remove und Pre-Remove-Skript ausgeführt werden, was dann das alles wieder aufräumt, und dann kann man es wieder erneut installieren. Genauso habe ich dann auch angefangen, solche Operatoren einzuführen. Also
nur, also zum Beispiel für Python, nur Python größer gleich 3 oder nur genau dieses Linux, also wenn man jetzt irgendwelche Module hat, die wollen, also wenn man ein Kernel-Modul genau für den Linux-Kernel kompiliert hat, dann will man auch, dass das genau nur mit diesem Kernel zusammen installiert wird zum Beispiel. Und die Implementierung davon ist relativ interessant. Man kann nämlich das hier anhand von dem Operator aufsplitten und dann anfangen, die installierte Version, also die Versionsnummer von dem installierten Paket und von dem, was hier drin steht, also der 3 zum Beispiel oder die 4.1, in eine Liste zu schreiben. Und der Sort-Befehl hat einen Parameter, der es einem ermöglicht, Versionsnummern zu sortieren. Da kann dann auch mit Dingen umgehen wie Versionsnummer 1.1a oder 1.1b. Also OpenSSL macht zum Beispiel sowas, 1.01i oder j ist gerade das aktuellste, sowas in der Richtung. Und damit muss man die Logik nicht selber implementieren, sondern man nutzt einfach den Sort-Befehl dafür und das passiert dann alles von alleine sozusagen. Und ja, das so viel zu Abhängigkeiten. Also mit der Auflösung wollte ich mich, wie gesagt, nicht beschäftigen, sondern nur überprüfen, ob sie denn installiert sind. Und ich habe dann noch ein paar weitere Funktionen gemacht, zum Beispiel will man manchmal nicht, dass wenn man die neue Version installiert, dass dann die Konfigurationsdatei verloren geht. Deswegen kann man eine Liste erstellen von Dateien, die automatisch gebackupt werden sollen. Und oft hat man auch den Fall, dass man irgendwo im Dateisystem eine Datei hat und man weiß gar nicht, wo kommt die überhaupt her. Dafür gibt es den Owner-Befehl, der geht einfach die Pakete durch und gibt an, zu welchen Paketen die Datei gehört. Also gerade wenn man das auf einem Ordner ausführt, dann können das auch mehrere Pakete sein. Also zum Beispiel User Bin wird von fast allen Paketen dann, also wird fast alle Pakete auflisten, wenn man diesen Befehl darauf ausführt. Ja, gibt es dazu bisher irgendwelche Fragen? Okay. Liege ich in der Zeit. Gut, dann würde ich jetzt gerne eine Demo machen. Und zwar habe ich ein kleines Linux from Scratch System eingerichtet in einem Container, den fahre ich kurz hoch. Da ist der Nutzer root drin. Diesen Container habe ich auch auf meine Webseite geladen, den könnt ihr euch später runterladen und selber mal ausprobieren. Okay. Upsala. So in Ordnung? Gut, erstmal zeige ich diesen Indexlist-Befehl. Der listet einfach alle Pakete auf, die in dem System installiert sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Paket suche, ich will jetzt mal suchen nach Linux. Ups. Dann sehe ich hier, ich habe Linux, Linux Headers und util Linux. Sieht man das von hier? Oder stehe ich im Weg? Ich kann auch das so machen. Ah nee, das ist blöd. Gut, dann kann ich auch den Index auch mal von innen zeigen sozusagen. Ich gehe mal in den Ordner, in dem der Index drin ist. Man sieht hier, ist die Dateiversion, in dem Fall Indexversion 2, und für die einzelnen Pakete jeweils eigene Ordner. Ich gehe jetzt mal in den Python-Ordner. Ach so, ich habe Python gar nicht installiert. Vim zum Beispiel hat jetzt die Version 7.4 installiert. Und hier sind diese jeweiligen Dateien drin. Also Liste der Ordner, der Dateien, Symlinks und so weiter. Nehmen wir mal das Package-Bild. Aber dazu gleich noch später.
Ich kann jetzt auch die Integrität von den einzelnen Programmen überprüfen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen will, ob von Vim die ganzen Dateien alle noch korrekt sind, kann ich das einfach ausführen. Der geht einfach nur diese SHA-1 zum Datei durch. Und in dem Fall ist alles in Ordnung. Gut, es ist auch gar nicht so schwierig, eigene Pakete dafür zu erstellen. Und das möchte ich jetzt auch mal durchgehen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Wayland. Ich kopiere die Vorlage. Also package-build.proto habe ich das genannt, ganz nach Arch Linux Vorbild, zu dem Namen Wayland 1.5.0. So. Hier sieht man jetzt gleich, die Versionsnummer ist 5 von den Package Builds. Die lasse ich jetzt so. Den Namen setze ich auf Wayland. Versionsnummer 1.5.0. Backuppen will ich nichts. Es überschreibt auch nichts. Dependency, das muss man jetzt halt nachschauen oder auswendig wissen. Das ist in dem Fall libffi. Und steht in Konflikt mit sich selbst. Hier müsste jetzt eigentlich der volle Name, der volle Pfad hin für das Paket. Noch so eine kleine Zusatzinfo, wenn das jetzt eine HTTPS-Adresse ist und man hat ein System, das noch keine Root-Zertifikate installiert hat, dann verweigert das Herunterladen, also der WGET verwende ich zum Runterladen, verweigert das Herunterladen von der Datei, weil es das SSL-Zertifikat nicht verifizieren kann. Und dafür gibt es einen extra Flag, der heißt dann No Cert Check. Aber in dem Fall werde ich keine URL angeben, sondern direkt den Namen der Datei, weil ich habe das schon runtergeladen und ich weiß die auch nicht auswendig. Hier kann ich einfach diese Variablen verwenden und die Dateiendung ist tar.xz. Das hier muss später noch berechnet werden. Hier ist so ein kleiner Hinweis, dass wie man dieses Package-Build benutzt, also dass man Sachen, die sich nicht verändern, einfach weglassen kann. Den Hinweis kann ich jetzt mal wegmachen. Hier muss ich ein X draus machen, weil es ein tar.xz ist. Das entpackt das Ganze in diesen Build-Ordner. Im Fall von Wayland habe ich Configure mit Prefix User, Disable Static und Disable Documentation in meinem Fall. Upsala. Build ist ein einfaches Make, das heißt, das kann ich löschen, weil wenn ich keine Änderung angebe, dann wird einfach der Default genommen, das ist schon Make, Make-Check genauso. Install auch genauso. Und da ich auch keine Pre-Install, Pre-Remove, Post-Install, Post-Remove Aktionen betreiben möchte, kann ich die auch einfach löschen. Das heißt, mein Paket ist jetzt fertig. Oder soll ich das nochmal vollständig zeigen? Ah, egal. So, jetzt habe ich mein Paket, jetzt will ich erstmal den Quellcode runterladen. Also angenommen, da würde jetzt eine vollständige URL drin stehen, dann würde das runtergeladen werden. Dazu gibt es den Download-Befehl. Und in dem Fall, da es schon runtergeladen ist, sieht man das jetzt ja nicht mehr, wie es runtergeladen wird, aber es beschwert sich, dass die SHA-1-Summe nicht stimmt. Und das kann man dann auch beheben, indem man die erstmal berechnet. Das muss man einfach nur noch kopieren und in das Package-Build rein machen. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal macht, dann sieht man, dass die Datei okay ist. Als nächstes müsste man das Paket bauen.
Und hier sieht man, aha, libffi ist noch nicht installiert. Das heißt, das muss man jetzt erstmal noch installieren. Das habe ich ja auch vorbereitet. Das wird jetzt installiert. Das hatte auch dieses djgnu als Dependency, hat es gefunden, hat das Ganze jetzt installiert. Kann man auch nachprüfen mit lfsme indexlist libffi. Ist da gelistet. Wenn ich jetzt Wayland wieder bauen möchte, dann funktioniert es diesmal. So, das war's. Das erstellt jetzt die Datei wayland150.pkg. Und das ist einfach nur ein Tarball, der mit TarXZ verpackt ist, wie vorher schon beschrieben. Also ich kann jetzt mit tar.tf wayland150.pkg mir den Inhalt ausgeben lassen. Dasselbe geht auch direkt über den Paketmanager mit lfsme list wayland150.pkg. So. Jetzt muss ich es eigentlich nur noch installieren. Und das war's. Also so einfach. Und da dieses Package-Build-Format an Arch Linux angelegt ist, kann man auch relativ einfach auf die Arch Linux-Webseite gehen. So, ne? Und sich ein beliebiges Paket von dort kopieren. Das nehmen wir mal, das hier. Oh. Nehmen wir mal die Bash. Da ist jetzt noch ein bisschen mehr dabei, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber im Prinzip kann man das Format von Arch Linux 1:1 nachmachen. Also die haben ja auch eine Prepare-Methode. Da ist das Entpacken von dem Quellcode nicht drin, das muss man da manuell machen. Aber wenn man halt nicht weiter weiß, wenn man nicht weiß, welche Dependencies man braucht, dann kann man das einfach von dort abgucken. Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt noch relativ viel Zeit, weil ich doch schneller durch bin, als ich das geplant hatte. Gibt es noch irgendwelche Fragen oder Dinge, die ich zeigen soll? Ja. Ja, Linux from Scratch ist eine Linux-Distribution, die besteht nur aus einem Buch, in dem beschrieben wird, wo man den Quellcode runterladen kann und wie man aus dem Quellcode direkt von Hand ein bootbares Linux-System mit Compiler, mit Bash, mit in dem Fall Systemd und so weiter bauen kann. Also das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man aus den Quellen sein eigenes Betriebssystem, sein eigenes GNU-Linux-Betriebssystem zusammenbaut. Eigentlich müsste man es GNU from Scratch nennen, weil Linux besteht genau aus einer HTML-Seite, in der ein bisschen was beschrieben ist, aber der Rest beschäftigt sich hauptsächlich mit der Installation von GNU-Tools und der Toolchain, die auch fast nur aus GNU-Tools besteht. Aber das ist so ein Namenskonflikt. Ja, sonst noch irgendwas? Ja? Also mit dem Pac-Man war ich jetzt weitestgehend vertraut, was mich eigentlich interessieren würde, worüber du vielleicht noch was sagen kannst, wenn du dich damit beschäftigt hast, ein bisschen, wie sind denn so Debian-Pakete im Gegensatz dazu aufgebaut? Was sind dann die Hauptunterschiede? Ist es ganz anders? Also peinlicherweise habe ich mal versucht, ein Debian-Paket zu erstellen und bin dabei gescheitert. Bei Debian, da muss man erstmal so ein Helper-Programm ausführen, um sich so einen Verzeichnisbaum zu erstellen, in dem verschiedene Dateien für Metadaten drin sind, ein Makefile, das den eigentlichen Build und die Installation steuert und so weiter. Man muss dann erstmal in dem Metadaten-File die einzelnen Metadaten in korrekter Debian-Manier eintragen, muss die anderen Dateien eventuell anpassen und muss dann dieses eine Makefile schreiben. Und das war mir irgendwie nach 2 Stunden zu blöd. mein Ziel war es, es möglichst einfach zu implementieren. Und dann dachte ich mir, der Ansatz mit einer einzigen Datei, die das Ganze
Paket beschreibt, ist deutlich eingängiger als diese Debian-Pakete. Aber da ich nicht hundertprozentig weiß, wie dieses DPKG und apt-get intern funktionieren, kann ich da nicht viel mehr drüber sagen. Es ist nur so, ich halte es für nicht besonders einsteigerfreundlich. Ich kann auch noch mal den Quellcode zeigen. Das ist noch so eine Geschichte. Der ist nicht besonders schön. Vor allem, also im Nachhinein hätte ich mich für was anderes entschieden als Bash, weil zum Beispiel Lua hat kaum Dependencies und hätte ich auch in die Toolchain einfach mit reinnehmen können. Zumal ich für meinen Paketmanager dann auch Async gebraucht habe, was auch nicht in der ursprünglichen Toolchain drin war und ich musste das dann eh alles erweitern. Und das ist halt so ein 1145 Zeilen langes Bash-Skript, in dem der Reihe nach einzelne Funktionen aufgerufen werden. Also er überprüft hier, in welchem Modus er ist, zum Beispiel, also der Modus ist hauptsächlich das, was man hier angibt, also eines von diesen Befehlen, also Backup List, Backup Merge, Build, Check Devs und so weiter. Und das wird in einem großen Switch Case eben unterschieden. Und der führt dann die einzelnen Befehle aus. Und das Programm hat auch eigentlich keinen State in Memory, sondern das wird alles in Dateien gespeichert, die dann mit SED, grep, AWK, cut miteinander verwurstelt werden. Falls jemand Interesse daran hat, selber mal was mit eigenem Paketmanagement zu machen, ich empfehle nicht an meinem Code rumzumachen, sondern einfach von vorne anzufangen. Ich glaube, das ist einfacher. Was wollte ich jetzt noch? Irgendwas ist mir noch entfallen, aber ich kann zumindest mal diese Folie hier aufsetzen. Die Quellen, die ich verwendet habe, ich habe natürlich sehr viele Quellen nicht aufgelistet, weil ich mich da wirklich mehrere Monate lang mit beschäftigt habe und von daher überhaupt nicht weiß, wo die einzelnen Sachen alle herkommen. Aber so hauptsächlich eben Linux from Scratch, die hat eine Seite über Paketmanagement, da werden die meisten dieser Konzepte, die ich vorher erklärt habe, zumindest mal erwähnt. Und es gibt ein, also das hier beschäftigt sich, okay, das ist eine gute Frage, womit beschäftigt sich das überhaupt? Genau, das beschäftigt sich mit diesem Paketnutzeransatz, den ich vorher beschrieben habe, bei dem jedes einzelne Paket einen eigenen Nutzer bekommt. Und wer Interesse an dem Quellcode hat, findet den auf GitHub unter der Adresse. Und hier ist eine Liste mit Paketen, die ich dafür erstellt habe. Also Linux from Scratch 7.6. Und zusätzlich zu Linux from Scratch gibt es noch Beyond Linux from Scratch. Da sind dann Sachen drin wie Xorg, Sudo, OpenSSL, auch Webbrowser, alles Mögliche. Ich bin mit dem 7.6 noch nicht so weit, aber dieses 7.5 hatte ich so weit, dass es ein GNOME 3 System hatte. Aber so weit werde ich wahrscheinlich nicht nochmal kommen, weil das hat 4 Monate gedauert. Aber das, ich würde nicht empfehlen, das 7.5 in der Form zu reproduzieren, weil es war ziemlich verbuggt. Also man sollte auch dankbar sein den Leuten, die die Distribution gemacht haben, weil es ist alles gar nicht so einfach, die Software so zu installieren, dass sie am Ende auch gut miteinander zusammenarbeitet. Ja, und ja, Moment. Ich kann eigentlich direkt das anklicken. Und der Link hier, das ist das, was man hier sieht. Da kann man diesen Container runterladen, den ich hier verwendet habe, um den Paketmanager zu demonstrieren. Das kann man dann mit systemd nspawn starten oder in Changeroot reinmachen, wenn man möchte. Und da sind auch nochmal die Links auf GitHub und auf die Präsentation als Download oder direkt zum Online angucken. Ja, mehr gibt es dann auch erst. Ach ja, genau. Jetzt ist mir eingefallen, was ich noch erwähnen wollte.
Eine Funktion, die in meinem Paketmanager noch fehlt, ist die Funktion eines Upgrades. Dadurch, dass ich ja dieses Konfliktmanagement drin habe, kann ich ein Paket nicht einfach durch die neue Version ersetzen. Und deswegen ist der Ansatz erstmal, altes Paket deinstallieren, neues Paket bauen und installieren. Problematisch wird der Ansatz aber bei so Sachen wie glibc oder dem Paketmanager selbst. Ich kann nicht einfach glibc deinstallieren und dann wieder installieren mitten in der neuen Version, weil sobald ich glibc deinstalliert habe, funktionieren alle in C geschriebenen Programme nicht mehr und ich kann es nicht wieder deinstallieren. Das heißt, es fehlt noch eine Funktion, mit der man ein neues Paket über das alte drüber installieren kann. Und das wäre auch gar nicht so schwierig zu implementieren. Man müsste halt ein Diff machen der Dateien, die im Index drin sind, und dann eben erstmal alles drüber installieren und dann alles, was das alte Paket hatte, aber das neue Paket nicht mehr hat, dann wieder rauslöschen. Ja. Ist aber noch nicht implementiert. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.